Das wird ein Back-to-School-Haul und nicht ein Haul, sondern ein XXL-Haul. Ich war nämlich bei Müller und habe da, würde ich mal sagen, richtig viele Schulsachen, um genau zu sagen, gekauft. Und genau, ich habe auch ein paar Sachen bestellt. Also genau. Falls etwas nicht von Müller ist, werde ich dann sagen, das ist von denn wie gesagt, habe ich fast alle Sachen von Müller gekauft. Und genau, ich habe auch alles grob in Kategorien eingeteilt. Und zwar erstmal Blöcke, Schnellhefter und Hefte. Dann größere Mappen oder Ordner. Und dann Kulis, Stifte, Spitzer und so. Und dann noch andere Sachen, die nicht zu, die zu keiner anderen Kategorie passt, würde ich mal sagen. Und genau, bevor ich jetzt noch mit dem Haul starte, gibt es noch eine kleine Challenge für euch. Und zwar schafft ihr es, in 3 Sekunden meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like da zu lassen. 1, 2, 3. Habt ihr es geschafft? Schreibt es in die Kommentare. Und jetzt geht es los mit dem Video. Also erstmal mit Blöcken, Heften und so. Ich habe mir diesen kleinen Block geholt. Der ist gepunktet und der ist klein. Also ja, ich habe vor, den am ersten Schultag mitzunehmen und genau. Viele sagen, dass diese gepunktete Blöcke und auch dieser, also mit Student und hier, also dieser, besonders gut sein soll. Deshalb hab ich ihn gekauft, um auch zu sehen, ob er wirklich so gut ist. Und genau. Dann habe ich hier diese Folie gekauft. Die ist für Hefte, damit man, wenn man eine besondere Farbe für die Hefte braucht. Also das in hellblau. Dann habe ich noch eins in lila gekauft. Finde ich auch eine sehr schöne Farbe. Dann habe ich gelb. So sieht das aus. Dann geht es weiter mit den Schnellheftern. Ich habe erstmal diesen pinken oder dunkelrosenen Schnellhefter gekauft. Dann habe ich einen hellgelben gekauft, weil es gab noch einen dunkleren, aber ich finde diese Farbe viel schöner. Also ja. Dann habe ich noch diesen lilanen Schnellhefter gekauft. Und dann habe ich noch diesen Schnellhefter gekauft. Ich finde die Farbe voll schön einfach. Das ist so leicht rosa, würde ich mal sagen, aber gar nicht, ja, nicht so viel rosa. So, ja, ich finde die Farbe richtig schön. Falls ihr sie auch in die Kamera erkennen könnt, ich finde die Farbe einfach trotzdem so schön. Also, genau. Dann habe ich zweimal diese Themenabtrenner geholt. So, also man kann hier, warte, so, damit Themen abtrennen und zum Beispiel in einem Ordner tun und damit Arbeitsblätter oder Fächer abtrennen. Dann habe ich einmal das hier gekauft, eine Packung mit 50 Blätter, kariert 50 karierte Blätter. Die kann man dann in einem Regenbuch oder in einem Schnellheft reintun. Dann habe ich das gleiche in liniert gekauft, also würde ich 50 Blätter liniert. Die kann man auch in einem Buch oder Schnellhefte reintun. Dann habe ich noch dieses Heft gekauft. 25D liniert mit Rand. Und das gibt es 32 Blätter, steht hier. Dann habe ich dieses gekauft. Das ist 28 kariert Doppelrand mit 16 Blättern. Und es fühlt sich auch wirklich viel dünner an. Also ja. Dann habe ich hier noch dieses 26 kariert mit Rand. Hier gibt es wieder 16 Blätter. Ich glaube irgendwie, das hier ist irgendwie dünner. Egal, machen wir weiter. Mit Blöcken habe ich hier, also erstmal diesen von Oxford in Gelb. Der ist kariert. Ich dachte am Anfang, der wäre liniert, aber ist kariert. Und genau. Dann habe ich noch diesen. Oh, okay. Diesen Block hier, der ist mit diesen Flamingos und diesen Papieren. Der ist nicht von Müller. Den hat mir jemand gegeben. Denn den gibt es hier, wo ich bin, nicht. Und genau. Der ist mit verschiedenen Themen abgetrennt. Und das zeige ich auch gleich. Auf jeden Fall sieht das so aus. Hier habe ich noch diesen Block. Hier steht Flower Store Black and White. Ich finde dieses Muster voll schön. Und hier gibt es auch 5 Themen diesmal. Und zwar gibt es hier Papiere und hier wird es dann mit einem blauen Papier abgetrennt. Dann gibt es hier nochmal Papier, Papier. Und hier wird es dann nochmal mit einem blauen Papier
abgetrennt. Und da werden dann 5 verschiedene Themen, nennt man das, glaube ich. Also, ja. Und dann habe ich noch diesen Block gekauft. Also bekommen, also ja. Und so sieht er aus. Der ist auch mit 4 Themen und der ist auch liniert wie alle anderen. Und genau, jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar große Ordner und Mappen. Also erstmal habe ich diese blaue Mappe, würde ich mal sagen, nennt man das. Also hört mal, wie das sich anhört. Ich kann Gitarre spielen. Also ja, egal. So. Dann öffnen das und dann kann man hier drin Bücher, Hefte und so reintun. Dann habe ich noch das hier hinten. So, dann habe ich mir noch diesen Ringbuch gekauft. Ich wollte eigentlich einen so grünen. Aber ich finde die Farbe voll schöner, weil guck mal, die ist irgendwie türkis-grün, würde ich mal sagen. Bei der Kamera kann man das nicht so gut sehen, aber ja. Und hier ist auch cool, seht ihr hier, das ist so okay. Ich öffne es mal jetzt. Hier seht ihr dann, warte, das hier. Also das hier kann man dann so reinrücken. Und bei dieser Seite auch. Und dann ist es zu. Also genau. Ich finde es auch besser, weil bei den anderen meisten Ringbüchern sind es so und werden einfach so zugeklappt. Also ja. Hier gibt es noch eine weitere Sicherheit, damit die Blätter nicht rauskommen. Aber egal. Machen wir weiter. Und noch eine Mappe. Die ist auch lila. Und die kann man hier öffnen. Hier kann man wahrscheinlich Namen und so reinschreiben. Und hier kann man, wenn man das öffnet, wird es so riesig, wirklich. Die Kamera kann es gar nicht gut zeigen. Also, ja. Also, so sieht das aus. Und hier hinten gibt es noch diese Papier. Wartet. Gibt es diese Papierchen. Da kann man zum Beispiel hier das hier so abziehen. Das ist mit so gepunktet Dinger. Kann man das dann einfach zerreißen. Und es wird gleichmäßig zerreißt. Also ja. Und genau. Da kann man zum Beispiel bei da drauf hier auf diesen Papierchen ein Fach drauf schreiben. Zum Beispiel schreibe ich Mathe. Und da kann man Mathe, also dieses Papierchen hier drin tun. Und da kann man hier drin zum Beispiel alle Arbeitsblätter von Mathe reintun. Also finde ich auch sehr praktisch, auch für die ersten Schultage, wenn man vielleicht kein Material, wenn man vielleicht noch kein Material gekauft hat. Aber ja, also falls ihr noch nicht die Listen bekommen habt zum Beispiel, dann habe ich diesen großen Ordner hier. Auch in lila natürlich. Also so sieht er aus. Und genau. Dann geht es weiter mit der nächsten Kategorie und zwar Stifte. Hier habe ich, warte mal, hier habe ich eine ganze Kiste voll mit Stiften. Ich habe nämlich alles in einer Kiste getan und genau, ich tue die Kiste jetzt mal hier. Und ja, also erstmal habe ich Bleistifte, würde ich mal sagen, zeige ich euch. Ich habe diese Bleistifte hier gekauft. Und zwar gibt es erstmal 2 grüne, 2 gelbe, eigentlich auch 2 von diesen violett, hellblaue und 2 von diesen türkisenen. Und hier oben gibt es auch so ein Radiergummi. Das Coole daran ist, hier seht ihr es besser, die haben ein Lineal drauf. Und ich finde das mega praktisch, denn ich habe voll oft in der Schule einfach einen Bleistift oder generell einfach einen Stift benutzt, um eine Linie zu machen. Und jetzt kann ich eine Linie machen mit meinem Bleistift und sie auch messen. Also sehr praktisch. Natürlich ist es besser, ein Lineal zu haben. Hier, ich habe diesen Lineal. Aber falls man ein Lineal vergessen hat, kann man auch Bleistifte benutzen. Also genau. So sieht er aus. Also den habe ich auch in groß. Deshalb dachte ich mir, komm, ich kaufe mir mal den hier in klein. Dann habe ich ein Set. Der andere ist zwar älter und den habe ich vor ein paar Jahren gekauft, aber egal. Der ist noch gut. Also die Qualität ist ja gut.
Dann machen wir weiter mit den Stiften. Oh, hier gibt es viele Stifte. So. Hier habe ich erstmal diesen Basic Bleistift in Grau. Ich glaube, den kennen alle. Der ist von Faber-Castell. Dann habe ich diesen. Und wo ist der andere? Ich suche... Ah, hier. Okay. Also, ich wollte gerade sagen, ich suche ihn, aber egal. Also, diese, die sind von Stadler. Dieser mit dem blauen hier oben ist, warte mal, Noris H3 von Stadler. Genau. Und dieser rote mit dem roten Ding da oben ist Noris HB2. Und da habe ich mir noch eine Packung mit Radiergummiaufsätze für die Bleistifte gekauft. Ja. Da waren die zwei in einer Packung. Es gibt einmal in einer Packung blau und grau oder rot und grau. Ich habe aber die gekauft und genau. Da kann man zum Beispiel hier, ich nehme jetzt diesen grauen Basic Bleistift, da kann man zum Beispiel etwas schreiben und wenn man dann ein Fehler hat, damit radieren und genau. Den blauen werde ich hier tun mit dem blauen. So, okay. Dann habe ich, wo mache ich fertig? Ich habe hier einen Radiergummi. Ich finde ihn sehr schön, also so. Mit dem Herz, blau, rosa, so genau. Dann habe ich mir noch einen Radiergummi gekauft, aber etwas, ja, basic ist es. Das ist von Stadler, ich weiß nicht, wie das heißt, aber ja, Stadler, ich weiß nicht. Also so auf jeden Fall, ja, der ist auch runtergefallen. Wartet mal, so, genau. Und ja, ich finde ihn eigentlich am besten fast, weil die anderen... sind bei mir, wenn ich etwas dann mit einem Bleistift schreibe und ich dann radiere, verschmieren sie dann das Ganze. Bei diesem passiert es nicht, also kaufe ich immer den. Aber natürlich hat jeder eine andere Meinung und genau. Dann habe ich mir noch diesen Klebestick gekauft oder Kleber von Pritt Original, also genau. Dann habe ich, tue das mal hier. So, dann habe ich mir noch eine Packung mit Tippex gekauft. Die sind auch von Pritt. Ich finde die mega praktisch, denn die sind so mini und die passen einfach bei mir überall. Einmal in so hellblau und einmal in so rosarot. Und dann habe ich noch Kullis. Also hier habe ich erstmal eine Packung mit 10 von diesen Basic Kullis gekauft. Und genau, ich glaube die Kullis kennen auch alle. Dann habe ich noch eine Packung mit 8 Kullis gekauft, aber nicht normale Kullis in schwarz oder blau, sondern in verschiedenen Farben. Das war einfach in einer Packung mit vielen verschiedenen Farben. Ich finde das so gut und genau, ich finde, ich brauche auch so in verschiedenen Farben und genau. Hier, wie gesagt, gibt es auch in so, also grün, dunkelgrün, rosa, rot, blau, hellblau, schwarz, also genau. Und dann habe ich noch Bleistifte bzw. Buntstifte gekauft. Und zwar von Faber-Castell eine Packung mit 12 Buntstiften. Und da sind wirklich auch nur die Farben drin. Aber ich finde, die sind auch die wichtigsten und mehr brauche ich auch nicht. Also genau. Dann habe ich noch ganz viele Stabilos gekauft. Ganz viele Stabilos. Stabilo-Regen. Genau, also... Halt hier? Okay. Also erstmal, ich wollte so einen schwarzen oder roten oder ja, diese Basic-Farben halt. Weil bei mir waren die kaputt. Und deshalb habe ich eine Packung gefunden, die, wartet mal, welche noch? Die glaube ich auch. Die und die Farben drin hatte. Und bei mir war das alles auch kaputt und deshalb habe ich einfach diese Packung gekauft. Und genau. Dann habe ich aber wunderschöne Stabilo Pastellfarben gesehen. Natürlich konnte ich nicht anders und ich habe die auch gekauft. Aber ich bin trotzdem mit den Farben hier so schön. Seht mal. Oh mein Gott. Also dieses Kies einfach oder dieses Hellblau oder dieses oder die. Also ja. Machen wir weiter. Aber die Farben sind wirklich ganz schön. Also. Dann habe ich noch dieses Stabilo gekauft. Einmal zweimal davon. Also in schwarz. Und das sieht eigentlich wie ein Fineliner Stabilo. Aber der ist so Kulli-mäßig.
Weil guckt mal, der hier steht stabilo und der hier steht zum Beispiel auch stabilo. Aber der ist so Feinliner, versteht ihr? Ich versuche gerade die Kamera scharf zu stellen, aber ja, warte. Also ja, genau, dieser ist auf jeden Fall Feinliner. Und dieser, kann man sehen, ist wirklich einfach ein Kuli. Und den habe ich einmal zweimal in schwarz und den gleichen zweimal auch in blau. Also, der blau ist auch so. Also, genau. Das war es fast, nicht so schnell. Dann habe ich noch diesen Whiteboard-Marker gekauft von Pelikan. In schwarz natürlich. Ja, ich fange jetzt an, hier zu stinken. Deshalb mache ich es schnell zu. Genau. Okay, und dann habe ich mir noch diesen Spitzer gekauft. Den gab es in verschiedenen Farben wie rot, gelb, grün. Aber ich wollte ihn in blau. Und der hat diese Kappe hier. Und die kann man dann hier drin tun. Und genau. Ich dachte am Anfang, das hält nicht gut. Aber das hält wirklich sehr gut. Und ja, hier drin kann man Spitze drin tun. Und hier diesen... Ich finde es immer wichtig, dass ich... Dass diese Spitzer hier von Metall sind und nicht aus Plastik. Weil die aus Plastik gehen schneller kaputt immer, bei mir zumindest. Deshalb, ja. Und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, und zwar andere Sachen. Und jetzt habe ich ein paar Sachen hier drin. Also, die tue ich mal auch in dieser Kiste. Also, die Kiste wird wieder voller. Okay. Also, oh nein, warte, ich habe vergessen, noch ein paar Stifte. Und zwar diese hier, die habe ich von Amazon bestellt. Die sind nicht von Müller. Und da habe ich angefangen so. Ich glaube, viele kennen die, aber ich finde die so süß. Guckt mal. Ich öffne die mal erstmal. Die sind doch von hier einfach. Okay, egal. Machen wir das mal von hier auf. Und ja. Okay, ich habe mir diese. Ein bisschen anders vorgestellt, dass ich halt so öffne und dann alles so runterfällt und egal, machen wir weiter. Also erstmal gibt es hier dann dieses Ding hier. Ich weiß nicht, wozu man das braucht. Falls ihr es wisst, bitte schreibt es mir in die Kommentare, denn ich weiß nicht einfach, was kann man das eigentlich benutzen? Hier mit einem Loch, irgendwie hier das, dann... Ja, hallo, also ja. Egal, machen wir weiter. Ich habe hier, so, wartet, hier, erstmal viele Tinten. Man konnte wählen schwarz oder blau. Ich habe die blauen genommen. Und dazu waren noch diese vier süßen Stifte. Ah, ich liebe die, ich wollte sie so lange haben. Ihr kennt bestimmt Frixen-Stifte. Bei mir sind die jetzt etwas, ja, ich finde die etwas teurer. Deshalb habe ich dieses Jahr keine gekauft. Denn ich habe jedes Jahr immer welche gekauft, aber genau. Dieses Jahr habe ich die gekauft. Die sind noch viel süßer, würde ich mal sagen. Aber Füchsenstifte sind auch gut, aber ja, ich probiere mal die aus. Und genau, mal etwas anderes, würde ich sagen. Und genau. Also erstmal dieses Koala ist das, glaube ich. Mit diesen süßen Ohrchen und, okay. Und hier oben auch diesen Radier. Dann ein Schweinchen und hier auch diese Öhrchen und auch Radierer. Also alle haben Radierer und auch Öhrchen. Also zeigt jetzt die Radierer zumindest nicht. Das hier ist, glaube ich, eine Katze. Auch mit Ohren. Und das ist ein Bär, glaube ich. Genau. Ich finde die wirklich mega süß und so, aber ja. Ich habe die auch ausprobiert. Also nach dem Video, also ja. Egal, ich habe die auch ausprobiert. Ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, gibt keinen Sinn. Aber ja, ich habe hier auf jeden Fall auch was probiert. Und also nach dem Video habe ich die auch ausprobiert. Und die sind gut. Und deshalb habe ich das gedreht. Also genau, egal. Die sind auf jeden Fall ganz gut. Und die schreiben auch sehr gut und so. Also ja. Und jetzt gehen wir wirklich zur nächsten Kategorie. Und zwar andere Sachen. Andere Sachen. Also genau. Hier gibt es jetzt verschiedene Sachen. Also erstmal einen ganz schönen gelben Schwamm. Der ist, hier steht Schwammtuch. Den brauche ich für den Whiteboard-Marker. Eigentlich von der Schule aus, aber der ist in der Kategorie andere Sachen. Weil das ist kein Schnellhefter und auch kein Stift. Super. Machen wir weiter. Der ist übrigens auch von Müller.
Machen wir weiter. Ich habe hier noch Post-its gekauft. Hier steht, die heißen Haftmarker. Egal. Hier gibt es erstmal 4 von diesen Farben und 5 von diesen. Also, ja. Und jede Farbe hat 900 Blätter. Aber ich finde die richtig schöne Farben und richtig viele Post-its. Also, genau. Dann habe ich hier Magnete gekauft in einer Packung mit 10 Magneten und 25 mm. Und die spiegeln etwas, also zeige ich die gerade nicht ganz gut. Also ja, aber ich habe ein Bild gemacht, das kann ich hier einblenden. Und genau, machen wir weiter. Oh, ich habe jetzt 2 Packungen Karteikarten gekauft. Die eine habe ich sogar geöffnet, aber ja. 2 Packungen Karteikarten mit 100 Karteikarten, A6. Und genau, also habe ich 200 Karteikarten. Und ich bin richtig gut in Mathe, wie ihr seht. Ich kann 100 plus 100 machen. Also, wow, einfach. Oh, genau, machen wir auf jeden Fall mal weiter. Dann habe ich hier richtig viele Sticker und so. Also, zeig die erstmal. Also, hier ist nur so Schuletiketten. Hier sind 3 Blätter drin. Hier steht 3 Blätter. Und genau, die haben diese süßen Hunde hier. Ich finde die so süß. Vielleicht mag ich den Hund nicht so sehr, aber ich finde den zumindest und auch die anderen sehr schön. Also allgemein die Hunde. Also genau. Dann habe ich noch Schuletiketten gekauft. Oh, habe ich das 2-mal? Ich habe das 2-mal gekauft. Oh, ich dachte, wieso? Hä? Wieso habe ich das jetzt 2-mal gekauft? Habe ich das 2-mal gekauft? Hä? Ich dachte, ich habe es nur 1-mal gekauft. Egal, also ich habe das noch 1-mal gekauft. Fragt bitte nicht, wieso, ich weiß es nicht. Also, genau, habe ich 6 von den gleichen jetzt. Ich wollte, glaube ich, eigentlich mit Katzen oder so. Und dann habe ich auch schon das genommen. Oder mit Hunde. Mit Delfine, was sag ich jetzt? Delfine, Katzen oder so. Ich weiß nicht, egal. Es sind auf jeden Fall Hunde, sehr süß. Und dann habe ich noch das hier mit Schmetterling. Hier sind 2 Blätter drin. Hier steht 2 Blätter. Sehr schöne Schmetterlinge. Und genau. Und dann habe ich Sticker gekauft. 2 Blätter mit diesen Pferden. Ah, die sind die Pferde. Jetzt verstehe ich. Also genau. Die glitzern auch sehr schön. Also die haben Glitzer drauf. Finde ich ganz, ganz schön. Da kann ich meinen Schulsachen damit dekorieren und dann glitzern die auch sehr schön. Und dann habe ich noch diese Schmetterlinge gekauft, also Schmetterling Sticker. Da sind auch 3 Blätter drin. Dann habe ich von Aldi diese Sticker gekauft. Die waren richtig günstig, deshalb habe ich die auch gekauft. Die sind so Harry Potter Sticker. Und genau, wir öffnen die mal, weil ich bin richtig gespannt und will sehen, was da drin wirklich ist. Also, ja. Also, hier sind erstmal hier die Häuser, glaube ich. Und hier ist auch das. Oh mein Gott, ich lieb's. Oh, ich hab's andersrum. Hier sind wieder die Häuser. Das weiß ich nicht gerade, was Hogwarts und so wieder. Oh mein Gott, guck mal, hier ist Hermine, Harry Potter, Ron und Luna. Ah, guck mal. Okay. Was sind, kann ich mal sehen? Ich will mal was, was. Vielleicht kann ich vielleicht, ah, ich nehme das hier. Oh, okay. Ich dachte eigentlich, das wären so Sticker, aber die sehen eigentlich so aus, als wären die für das Fenster. Sind, hier steht, auf glatten Oberflächen ablös- und wiederverwendbar. Ich glaube, die sind auch für Fenster, aber genau. Ich weiß nicht, ich probiere es und genau. Verziere dann vielleicht auch meine Fenster oder meine Bücher. Dann habe ich von DM eine Packung Haargummis gekauft. Von diesen Haargummis hier. Die sind so elastisch und braun. Ich finde die sehr gut. Weil bei Sportunterricht brauche ich ein paar Haargummis und die kann ich einfach so in der Tasche reinschmeißen und genau. Dann habe ich von Müller tatsächlich, aber die gibt es auch in DM, Kaugummis gekauft. Ich finde die Pfefferminz am besten. Diese hier, weil die haben 15 Streifen und ich halbiere die immer und esse zum Beispiel die halbe in der Pause, Mittagspause zum Beispiel und diese dann in der anderen Pause am Abend quasi. Und jetzt die letzte Sache.
ist ein Planer. Und oh mein Gott, ich glaube, die ist auch meine Lieblingssache. Und zwar ist Kali Cassis Timer. Kali Cassie, genau. Ich liebe einfach den Timer. Sieht man mit diesem Gold hier. Und man konnte sich bestellen den signierten Timer. Und den habe ich mir auch bestellt. Denn, ja, ich mag sie richtig und auch ihre Videos. Ich fahre die voll. Sie macht DIYs und sie hat sogar zwei Kanäle. Einmal in Deutsch, Kali Cassie. Und auch einmal in Englisch. Der Kanal ist neu, sozusagen. Und genau, da heißt sie Call Me Cassie beim Englischen. Also, ja, ihr könnt mal gern vorbeischauen, falls ihr es noch nicht macht. Und ja, ich finde den Timer einfach so unglaublich schön. Und zwar gibt es erstmal hier einen Stundenplan. Dann gibt es auch hinten, finde ich ganz toll, zum Beispiel ein paar Spiele, Schiffe versenken. Oder hier gibt es Einheiten für Mathe, Mathematik, Geometrie, Algebra und so. Hier. Also man sieht einfach, wie viel Mühe darin steckt. Oder hier das Periodensystem. Oder hier so Karten. Und hier gibt's, kann man Geburtstage notieren und so. Natürlich so wie Hausaufgabenhefte sieht das auch so aus. Und bei jeden Monat gibt es eine neue Motivation und auch ein Spiel daneben. Zum Beispiel hier ein Spiel, das ist Bestie Bingo. Und noch der Spruch Stop Dreaming, Start Doing. Oder ein anderer Spruch, aber ja, ich will jetzt nicht auch alles sagen. Also, ja. You are powerful, beautiful, brilliant and brave. Ich liebe diesen Timer einfach. Und genau. Ich finde auch, ich glaube, der ist auch mein Favorite. Also, ja. Und genau, das war's mit dem XXL Haul. Das Video, glaube ich, ist jetzt eine halbe Stunde lang oder so. Aber ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Und genau, dann würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen, um jedes Mal eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und genau, wie gesagt, tschüss, bis zum nächsten Mal.